Okay. Also müssen wir zum Pier gehen und dann die Getreide. Ja, was auch immer damit zu tun. Wieder unters Volk zu bringen oder wie auch immer. Ein Händler. Stopp. Können wir uns ein bisschen was auffüllen. Wir haben ja fast 10.000 Fs. Ja, ich weiß, dass ihr verhungert. Ich will euch ja helfen, damit ihr nicht mehr verhungert. Hey, kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Dann verfolge ich eben mein Wort. Okay. Mal was Neues. Und hoch. Schneller. Das Boot entwischt uns. Die Pont Notre Dame. Zack. 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 Welch ein Zufall, dass wir ausgerechnet so perfekt hier rumlaufen können. Oh, dass die Schiffe jetzt hier alle so schon nach der Reihe schon gelagert sind. Nicht gelagert, aber ihr wisst, was ich meine. So weit ist doch gar nicht entfernt. Den sieht man doch noch sehr gut. Auf jeden Fall. Nein. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Ich sehe keinen Gegner für mich. Pull, pull. Müssen wir wohl ein bisschen schwimmen. Hoch. Oder auch nicht schwimmen. Das war's. Gut. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. Okay, Madame. An die Arbeit! An die Arbeit, Madame! Marie Levesque. Levesque. Oder Levesque. Levesque hört sich schon eher französisch an als Levesque. Frédéric Rouillet. Ah, das ist ja schon. Er weilt nicht mehr unter uns. Mal. Sozusagen. Was heißt das? Assassine 4 Templar 0. Egal. Die Befehle stehlen. Gut. Und keinen Alarm auslösen als Nebenziel. Wir das schaffen. So. Der schläft hier. Alles ist gut. Stimmt alles. Komm. Verflucht Minier. Tot. Flucht dagegen, Revolutionär. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Also alles gut.
Diese Nebenmission würde ich auf jeden Fall schaffen. Hui. Ja, ich weiß, dass ich unverbrauchte Sinkpunkte habe. Ach, da ist die Alarmglocke. Ich gehe durchs Wasser. Komm her! Ich zerquetsch dich! Oh shit. Mich wirst du nicht los! Ich hau dich tot, bevor du es wirklich? Jetzt glaube ich kaum. Na. Shit. Greif doch an, doch nicht stehen da. Okay, das war's dann. Nicht? Das ist aber schade. Ich bin noch nicht wirklich tot, oder? Ach du Scheiße. Da dachte ich mal, das wird was komplett Einfaches und dann sowas. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe den einen Typen nicht gesehen. Und dachte mir dann, scheiß drauf. Geronimo! Einfach durch. Und jetzt wissen wir es hoffentlich besser. Moment. Oh toll. Leg dich. Ja, zurück. Dann geh doch zurück. Warum springst du ins Wasser? Sie sind ja zum Glück so weit weg, dass niemand die Glocke den Alarm auslösen wird. Was machst du da unten? Hä? Keine Ahnung, wo ich hin bin. Da bin ich. Leg dich hin, genau. Da oben ist jemand, den habe ich nicht gesehen. Mistkerl. Der hat mir alles kaputt gemacht. Und meine Dummheit natürlich. Du entkommst nicht, du Feigling. Scheiße. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat das so geklappt. Das war die Berserkerklinge und nicht die Phantomklinge, oder? Auch nicht so schlau, aber gut. Weg mit dir, du. Nicht runterfallen, ich wollte es plündern. Menschenskinder.
Lalalala. Keinen Alarm auslösen. Duck dich! Duck dich! Ah, toll. Ich trenne den verfluchten. Au. Au. Bald mal die Aufmerksamkeit verlieren. Warum konnte ich dann nicht in Deckung gehen hinter dieser weißen Plane? Ist doch scheiße. Scheibenkleister. Sorry. Er hat eine scheiß Waffe. Die mag ich nicht. Mich hängst du nicht ab, du Bastard! Oh, das ist der gleiche. Wachsam bleiben. Na, komm. Warum hast du nicht geschossen? Scheiße! Ich hätte den Kopf offen. So. Zack. Ein Spagat? Nein, doch keins. So. Sehe ich keinen Gegner mehr. Zumindest in der Nähe. Kann alle in Ruhe plündern. Ihn hier zum Beispiel. Aber das mache ich gleich. Erstmal will ich hier. So. Jetzt kann kein Alarm mehr ausgelöst werden. Oben sind so viele Gegner. Dann nehme ich doch lieber einen anderen Weg. Und zwar hier. Den da. Ach, hier sind auch ein paar Gegner. Egal. Hier schaffe ich es auch noch. Au. Na, komm. Flasche Ruhm. Rum. So, jetzt noch Gebiet verlassen und dann war's das. Mit dieser Mission nehme ich mal an. Nein, noch immer nicht. Gut. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Na, doch geschafft. Sehr schön, die Hungerzeit. Palais de Luxembourg. Ja, ich hab dich beim Mars gesehen. Du hast dich gejubelt. Du bist nicht mit dem Ärzten. Du bist ein Verräter. Es gibt keinen Platz. Nahrungsmittel. Och, ich wollte das lesen. Einfach so ein Vorbeigehen umgebracht. Das hat Arne irgendwie cool gemacht. Ah, wir können wieder Geld abheben. Also abheben, ne? Ich weiß das falsche Wort. Wir kommen ganz gut voran.
Faubourg Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oh, un télescope. Ein Händler. Händler sind mir... Ich mag es gern. Was sind das für Lügen? Sie lügen. Halte die Presse an. Nö, mach ich nicht. Halte sie nie an. An oder auf? Ich glaube auf. Bestimmt verlesen. Bon. Kommt mir nicht bekannt vor. Name. Eine Kokarde. Ah, da. Gut. Oh. Was geht in dem vor? Ich will die Kokarde. Ich will die Kokarde. Spring doch! Hm. Moment, vielleicht ja so. Dann noch. Nicht? Wie krieg ich sie denn? Moment, vielleicht wenn wir von ganz oben da drauf springen. Kann doch nicht so schwer sein zu kriegen. Ja. Sehr schön. Eine von 21 in diesem Bezirk. Da können wir ja mal weitergehen. Kann man ignorieren. Sequenz 9, Erinnerung 2. Da kriegen wir 3 von diesen Punkten, also können wir mal kurz... Wir werden also mindestens 14 haben nach Beendigung der 19 Sequenzen, können also 5 ausgeben. Dann haben wir immer noch genug, um die Gesundheit zu erhöhen. Heilung. Brauch's nicht. Kostet 10 Punkte. Viel zu schade. Abrollen? Ja komm, das ist wirklich, glaube ich, gut. Können wir noch 3 Punkte? Einfach zum Ausfüllen bei der Landung auf den Boden Kreis drücken. Gut. Luftdoppelattentat? Nein. Verkleiden. Hitman. Be a Hitman. Bomben, Betäubungsbomben. Ich glaube, Betäubungsbomben sind ganz gut. Da kann man einfach abhauen. Ja. Scheint mir wirklich ganz hilfreich zu sein. Gut, das reicht. Die Horta. Du hattest recht. Marie Wex Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais de Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert... Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levesque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Was sollen wir tun, Michel? Gib
feierliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Sechzig Wachen und neun Alarmglocken.